Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich möchte heute nochmal mit euch eine Weihnachtskarte basteln. Eine wirklich schnell gebastelte Weihnachtskarte. Und zwar ist es diese hier, die so ein bisschen gefaltet ist. Ganz normale Klappkarte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten mit der Karte. Ich habe mir jetzt für die Karte, die wir gemeinsam basteln, einfach einen grünen Kartenrolling rausgesucht, weil ich so ein bisschen in Grüntönen arbeiten möchte. Und ich habe hier dieses Glitzerpapier rausgesucht. Das ist ein Glitzerpapier vom Action. Da gab es früher mal diese Blöcke, aber die Blöcke, das Papier war sehr fest und ich fand, man konnte das Ganze auch nicht wirklich ja, gut stanzen. Deswegen habe ich das hier mal ausprobiert und das finde ich richtig cool. Das ist zum einen stanzbar, zum anderen ist es nicht auf dem Block, sondern einfach so, ja, in der Packung. Das gibt es in der Kinderabteilung, kostet vielleicht 1 Euro und das Glitzer löst sich auch nicht, was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde. So, ich habe mir jetzt gerade mal so diese Grundfläche abgemessen. Das habt ihr ja gesehen. Das mache ich ja irgendwie immer gleich. Und das Ganze landet jetzt auch schon auf meiner Karte. Jetzt musste ich erstmal kurz meinen Kleber hier ranholen. Genau, das landet einfach schon hier drauf, weil dann kann ich nämlich das nächste Stück Cardstock, was ich draufkleben möchte, abmessen. Man kann sich das natürlich auch wie immer abmessen und wenn man dann wirklich in eine größere Produktion geht, sagen, okay, ich mache dann halt jetzt jedes Stück 20 Mal und klebt dann alles aufeinander. Da macht es natürlich Sinn, sich das einmal abzumessen. Aber genau, ich messe meine Sachen ja meistens so an, indem ich das Ganze anlege, mit Bleistift kurz markiere und dann das Ganze ausschneide. Da war noch ein Fussel, der musste weg. So, jetzt habe ich mir Designerpapier genommen. Das ist von Doodlebug von der Weihnachtskollektion von vorletztem Jahr, also von 2018 sogar noch. Aber ich habe das halt nicht komplett aufgebraucht. Und zwar einmal hinten die Weihnachtsmänner drauf, vorne die Tannenbäume. Das ist auch von Doodlebug, diese Kombination. Und auch das lege ich mir jetzt wieder an. Ich nehme wieder die Rückseite, damit man halt einfach auch meinen Bleistift nicht sieht. Lege mir das einmal an, markiere mir das und nehme mir dann auch mein Schneidebrett zur Hand, um das Ganze auch kurz zu cutten. So, da habe ich endlich mal eine neue Klinge reingemacht, weil die Ränder nicht mehr erträglich waren. Es sah wirklich sehr, sehr schlimm aus. Anlegen und nochmal gerade schieben, bevor es schief wird. So, der Rest kommt auf Seite. Dann möchte ich einmal noch kurz hier diesen Rand mit Edding nachfahren, weil mir die Optik immer sehr, sehr gut gefällt. Sieht halt einfach aus wie, ja, wie so eine Mattung. Und gerade auch bei diesem kunterbunten Papier finde ich es immer sehr, sehr hilfreich, wenn der Hintergrund so ein bisschen abgesetzt ist, weil sonst meistens auch einfach ein bisschen zu matsch wirkt. So, mein Edding gibt so langsam auch den Geist auf. Vielleicht sollte ich den mal hier kopfüber lagern. Ist ein bisschen besser. So, das heißt, das habe ich umrandet und jetzt schneide ich mir die Mitte ein. Natürlich muss ich dafür erstmal ermitteln, wie groß ist der Kartenaufleger. In dem Fall ist er 13,7. 13,7 durch 2. Das heißt, Moment, 13,7 durch 2, 6,85 cm. Das Ganze kann ich mir dann auch auf meinem Schneidebrett so anlegen. Das darf weg und 6,85 cm, das ist in etwa hier. Dann klappe ich das Ganze zu und schneide das so weit ein, wie ich das gerne möchte. Muss nicht ganz eingeschnitten werden. Ich mache so bis kurz vor die Hälfte in etwa. Das ist für mich eigentlich ganz gut so. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr das auf der Seite macht, wo ihr auch wirklich falten möchtet. Das heißt, ihr müsst halt auch darauf achten, ob es da irgendwelche, ja, Bildchen drauf gibt, wo es ein oben, unten, unten gibt. Das macht natürlich Sinn. Und jetzt
ziehe ich hier noch kurz eine Falzlinie. Das kann man natürlich machen, indem man sich einfach ein Lineal nimmt und so ein Dotting-Tool und da einmal kurz entlang fährt. Oder man macht das hier mit dem Gerät, geht das ja eigentlich auch ganz gut, und legt quasi diese Falte hier an, diese Ecke, und da vorne quasi, ja, kann dann da vorne die Falz ziehen bis zu dem Schnitt. Das mache ich einmal so rum und einmal so rum. Das ist ja eigentlich ganz gut in dieser Schiene zu sehen. Genau. Und dann habe ich das Ganze auch schon fertig gefalzt. Ich knicke das jetzt noch um. Kann man natürlich mit dem Falzbein machen, aber mit den Fingernägeln geht das auch ganz gut. Und was mir halt natürlich dann auch noch gefällt, eben das war ja das, was ich eben gesagt habe, diesen Rand abzusetzen, damit das Ganze nicht so, ja, so ultra wuchtig wird, wobei Doodlebug ja immer ultra wuchtig ist. Dann fahre ich mir diese Linie hier nämlich auch noch mal kurz nach. Das muss ich nicht bis zum Rand machen, weil da wird nachher was drüber geklebt. Zack, zack, fertig. Und das Ganze kann ich jetzt schon festkleben. Brauche ich auch nicht viel Kleber. Ein Punkt, noch ein Punkt. Und dann ist die Lasche auch schon festgeklebt. Oder auch nicht. Aber das zieht jetzt dann an. Und dann kann ich das Ganze nämlich auch schon aufkleben auf meinen Kartenrolling. Hier am Rand trage ich nicht so Nahkleber auf, weil da möchte ich nachher noch eventuell was drunter schieben. Damit ich das nachher noch flexibel anpassen kann, lasse ich das einfach frei. So, und das kann hier drauf. Zack, zack. Sehr gut. Und jetzt geht es dann schon an die Dekoration hier oben drauf. Dafür habe ich mir einfach so einen Kreis ausgestanzt in dem Glitzer und ein Weiß. Vielleicht nehme ich hier so einen leichten Grünton oder so. Und hier, damit das Ganze nicht so, damit das Ganze ein bisschen abgesetzt ist und man auch sieht, ja, dass das ein Unterschied ist zwischen dieser Form und dem Hintergrund, habe ich da einfach noch mal einen etwas größeren Kranz verwendet. Und ich habe jetzt hier solche Kränze verwendet einfach. Den habe ich mir ausgestanzt. Der kann dann nachher einfach so darunter angepasst werden. Und genau, das andere stanze ich mir jetzt dann auch noch kurz zurecht. So, ich habe mir diese drei Teile jetzt einfach ausgestanzt. Das passe ich ja dann danach drunter an, damit man einfach diesen Übergang sieht. Jetzt schaue ich mal kurz, welchen Gruß ich auf den Kartenaufleger aufbringen möchte von deinem geheimen Wichtel. Zeit für Plätzchen. Frohes neues Jahr. Oder hier aus Ruhrpottliebe. Das ist ein Stempelset von Create a Smile. Das musste ich mir unbedingt bestellen, weil ich liebe diese Ruhrpottliebe-Sprüche. So, Baum ist fertig. Finde ich eigentlich ganz cool. Oder warte mal, ist jetzt schon soweit. Finde ich auch super. Aber ich glaube so. Oder sag mal, hast du noch alle Nadeln an der Tanne? Ist eigentlich auch voll cool, weil, ja, ich glaube, das sehe ich. Weil es einfach sehr, sehr gut passt zu dem Bild, also zu diesem Designerpapier. So, jetzt suche ich mal kurz hier meinen Acrylblock. Dann kann das schon losgehen. So. Ich nehme einfach Memento-Stempelkissen. Aber wurscht, und da ich den noch nicht verwendet habe, ist es sinnvoll, das immer einmal vorher abzustempeln, damit einfach so diese, ja, diese dünne Schicht davon abgeht und man ein besseres Stempelergebnis erzielt. So. Perfekt. Das Ganze klebe ich auf. Kann man natürlich auch mit einem Formtape machen, sodass es so vielleicht so ein bisschen 3D ist. Aber ich sage mir immer, weil ich so viel Post verschicke, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht dadurch, dass ich immer so viel Pappschichten habe, dass da jetzt nicht unbedingt nochmal Formtapes draufkommen, weil ja, das Ganze muss halt auch irgendwie noch, ich sag mal, dem Porto gerecht werden. So. Das Ganze kommt dann hier drauf, und wie gesagt, damit das eben ja auch so ein bisschen abgehoben wird, bringe ich das drunter auf. Deswegen halte ich mir das mal kurz dran. Guck, ob das so passt. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Und dann markiere ich mir das hier mit einem Bleistift so, ja, 2 Zentimeterchen vor der Linie. Schneide das einfach ab.
Diese Schere ist voll mit Kleber. Nehmen wir diese hier. Da habe ich zu viele Formtapes geschnitten. Gestern habe ich es noch nicht gereinigt. Ja, deswegen ist manchmal ganz gut, mehrere Scheren hier zu haben. Und was ich halt auch irgendwie nie mache, das Zeug einfach mal gleich aus dem Bild zu räumen. Mein ganzer Tisch sieht immer so voll aus. Dabei ist es bei manchen, die sagen immer, ja, ringsrum vom Arbeitsplatz sieht es schlimm aus und sie sind froh, dass die Kamera da nicht hinzeigt. Bei mir ist es irgendwie immer gefühlt andersrum. Weil bei mir ist es ringsrum immer so ordentlich und ja, im Bild ist dann quasi alles, weil ich alles gerade liegen lasse, wenn ich fertig bin damit. Genau, so. Das Ganze klebe ich jetzt aber mit Formtape fest, weil so ein bisschen Erhöhung finde ich gut. So, hier habe ich übrigens, weil das ja nur eine Rahmenstanze war, einfach das Innenstück dran gelassen und festgeklebt. So, damit das Ganze hier besser zusammenhält. Aber ich hatte jetzt nicht so diese Wellenstanze als rund oder inrund, damit das Ganze so gut ja, zusammengepasst hätte. Deswegen helfe ich mir da manchmal einfach auch ein bisschen so abfummeln. Wo ist meine Pinzette? Ja, da muss ich leider auch immer ins Bild greifen. Bei mir ist es nämlich so, dass ich direkt über meinem Arbeitsplatz so eine so eine Magnetleiste habe. So eine Magnetleiste wie für Messer in der Küche oder für Arbeitsmaterialien so in der Werkstatt. Und das habe ich mir an meinen Schreibtisch montiert, damit ich da meine ganzen, ja, Sachen lagern kann. Meine ganzen Scheren hängen da und Schraubendreher, alles, was ich hier so benötige. Deswegen muss ich da meistens leider durchs Bild greifen. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. So, jetzt passe ich das an, drücke noch nicht fest, bis es mittig sitzt, bis die Schrift auch mittig sitzt. Jetzt ist es soweit. Und damit ist die Karte auch schon fertig. Man kann jetzt natürlich noch ein bisschen Wing of Stella auftragen, wenn man das möchte, oder vielleicht so den einen oder anderen Nouveau Drop Punkt auftragen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass es so funkelt und das Papier an sich schon sehr, sehr wirr ist, also durcheinander wirkt, reicht das völlig aus. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass das alles so in diesem Grünton gehalten ist und dass es hier so diesen leichten Rot, Hauch noch mit drin gibt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, beide Karten zusammen freue ich mich drüber. Vor allem, ja, es ist einfach wieder eine schnelle Kartenidee gewesen. Ich habe jetzt noch mal so die ein oder andere Idee, wo ich, da rollt er mir ins Bild, der Fiese, noch so die ein oder andere Kartenidee, die schnell zu machen ist, wo ich jetzt auch noch ein Video abdrehen möchte, einfach, ja, damit es viele Tipps gibt für die Weihnachtszeit, die jetzt kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, eure Steffi.